Und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Battlefield 4 auf dem YouTube-Kanal Genesis Hound. Wir spielen heute auf dem Server Home of the Battle Bros. Das ist ein neuer Battlefield 4 Server, der gehostet wurde von einem Battlefield 4 Let's Player. Und zwar von dem YouTube-Kanal Battle Bros. Ich wollte mir den mal angucken und dachte, ich nehme euch da mal mit auf die illustre Reise auf diesem Server. Wir fangen das ganze Spiel relativ von vorne an, wie ihr sehen könnt. Wir spielen Conquest und wir spielen diesmal den Normalmod und nicht den Hardcore. Ja, nach dieser lustigen Einleitung fangen wir an und spielen ganz normal. Und zwar spiele ich ja jetzt, glaube ich, zum ersten Mal in der Aufnahme einen Normalserver. Ich hoffe, dass die Framerate zwischenzeitlich nicht einbricht, da ich da im Vorfeld Probleme mit hatte. Deswegen kommt dieses Let's Play auch relativ nah an den Zeitpunkt, wo ich es aufgenommen habe. Ich glaube, da steigt wieder aus. Gewusst wie. Ja, wie gesagt, das kommt relativ nah wahrscheinlich, weil ich nämlich davon überzeugt bin, dass das so besser wird. Dem Befehl? Nee. Aber das ist nicht so lustig. Ja. Ich hatte ein bisschen Probleme mit der Aufnahme, die irgendwie stabil zu kriegen. Ich habe es jetzt so leicht hingekriegt. Hatte noch ein Problem mit einem der Programme, was meinte, es müsste im Hintergrund laufen. Was ich persönlich ein bisschen ätzend finde und ich habe auch keinen Bock, eigentlich den Taskmanager ständig aufzuräumen. Oh, Satan. Läuft aber noch nicht so ganz so rund, wie ich das gern hätte. Framerate angeht. Versuchen wir es trotzdem mal. Mit dem Gespiele. Also ich habe das Problem gehabt, dass eins meiner Programme im Hintergrund lief und dann die Framerate so eingebrochen ist, dass ich teilweise wirklich damit 12 bis 15 Frames per Second, also FPS, auf dem Server unterwegs war. Was ziemlich ätzend war. Ich habe dann herausgefunden, welches Programm das ist, ob das jetzt mal manuell im Task Manager beenden müssen, da ich das nicht deinstallieren kann, denn es gehört zu dem Programm, was meine Videos rendert. Von daher habe ich da nicht viele Möglichkeiten, was ich tun und lassen kann. Und deswegen müssen wir mal gucken, wie gut das läuft. Ansonsten hat sich halt in Battlefield auch anscheinend einiges geändert. Ich habe eine längere Zeit nicht gespielt, weil ich die Videos noch hatte und die erst veröffentlichen wollte. Und wie ihr wisst, veröffentliche ich ja nur eigentlich ein Match pro Woche und in diesem Team-Deathmatch war es halt so, dass es relativ viel Content in wenig Zeit gab, quasi. In dem, ja, ist ja gut. Ja, hätte ich sehen können, aber egal. Ja, wie gesagt, gab es halt relativ viel Content. Dadurch, dass die Aufnahmezeit, beziehungsweise die Zeit, in der ein Match läuft, relativ kurz war, ja. Naja, und ja, dann gucken wir mal, ob das überhaupt läuft. Ich weiß, dass wenn ich ohne Aufnahme spiele, das relativ... Fuck. ...relativ gut läuft. Also ohne Aufnahme, dann habe ich eine Framerate zwischen 40 und 60 Frames, aber die sind nicht so stabil, wie ich mir das wünschen würde von Battlefield. Ich weiß, verstehe auch nicht warum. Also es ist nicht so, dass ich jetzt die schlechteste Hardware habe. Und ja, mal gucken. Vielleicht kriege ich es hin. Vielleicht jetzt irgendwie. In den nächsten Monaten wird bei mir auch privaten Umzug anstehen. Danach werde ich wahrscheinlich etwas häufiger Videos veröffentlichen können, weil ich dann wahrscheinlich eine andere Internetanbindung kriege. Und okay, gib mir doch nicht auf den Sack. Ich wollte eigentlich in die Straße hier reinbrettern. Ja, auf jeden Fall werde ich wahrscheinlich eine andere Internetanbindung kriegen und dann werde ich
vermutlich auch mehr Content produzieren können. Für euch interessant, weil dann kann ich halt mehr Let's Playen und euch dann quasi zur Verfügung stellen. Ich weiß noch nicht, ob ich dann einzelne Let's Plays einstellen werde oder muss, um dann halt den Rest so publizieren zu können, wie es halt von, ich sag mal, von anderen größeren Let's Playern gewohnt seid. Das heißt, pro Tag ein Video, nicht wie jetzt pro Woche ein Video. Das werde ich dann nochmal gucken müssen, wie ich es mache. Ich würde das gerne mit euch abklären. Ich werde dazu dann nochmal ein Special-Video machen, damit ihr euch da ja nicht nur informieren könnt, sondern ja halt auch eure Vorschläge, was ihr dazu meint. Beziehungsweise welche Videos dann eingestellt werden sollen oder ob wir im Format bleiben. Aber das kommt bei Gelegenheit, ich wollte es nur schon mal angerissen haben. Des Weiteren. Was wollte ich denn noch? Ja, des Weiteren werde ich noch ein anderes Spiel anfangen zu Let's Playen. Das wird von Anfang an relativ kontinuierlich jeden Tag ein Video bekommen. Da kann ich aber noch nicht versprechen, ab wann das online geht. Das muss ich lernen und wie lange das online gehen wird. Es kann sein, dass das von YouTube gestrikt wird und dann muss ich es leider runternehmen. Falls das nicht der Fall sein wird, habe ich oder sorge ich dafür, dass es halt kontinuierlich weitergeht. Scheiße. Lange nicht mehr gespielt. Vor allem normal eigentlich selten bis nie. Ich glaube, ich habe zweimal auf dem Server schon mal gespielt. Der Hintergrund ist eigentlich der, dass ich mir den Server mal so ein bisschen angucken wollte. Und weil mich einfach mal interessiert, wie das da so läuft. Wie gut das so läuft, weil das ja wohl ein sehr Community-lastiger Server ist. Also, Let's Play Community. So, geht einfach mal die Karre aus. Ja, und das wollte ich mir mal angucken. Denn das wird ja für mich oder für uns auch nochmal interessant. Jedenfalls so, dass was ich so geplant habe. Gleich nach der Weltbeherrschaft kommt natürlich dann ein Let's Play-Kanal mit 2 Milliarden Abonnenten gefühlt. Ja, genau. Natürlich wusste er, wo ich bin, dreckige Sau. Ja, mit dem Normalserver komme ich noch nicht so ganz so klar. Schauen wir mal. Ja, es war so klar, natürlich. Ah, ist das ätzend. Gott. Gib mal einen Befehl vor, Commander, bevor du irgendwo Squad Leader. Ach ja, dann wechseln wir mal Squad. Mal gucken, wo wir reinkommen. Kommen wir da rein. Da haben die. Wir wollen nach Bravo. Okay. Wo sind die alle? Mal weg. An alle Squads. Die Form ist gerade angekommen. Mal gucken, ob das mal funktioniert hier. Ich hatte ja gehofft, dass auf dem Server wenigstens das mit den Befehlen einige. Ja, genau! Ja, haben die einen Schatten oder was? Das macht taktisch keinen Sinn, den Punkt einzunehmen. Null. Scheiße. Ja, die haben sogar die eingenommen. Cool.
Ich hab den Knaller gezündet. Brille. Beste ever. What the fuck? Okay. An alle Einheiten. Gunship fliegt zum Einsatz. Over. Mal gucken, ob ich es schaffe, den Punkt einzunehmen. Das ist schon sehr, sehr nice. Ja, genau. 52. Sag mal, habt ihr einen Schatten oder was? Schauen wir mal. Ah, okay. Wir haben viel auf Delta. Oh, der Pilot ist nicht schlecht. Okay, weiter geht's. Wo geht's hin? So. Schön, dann holen wir uns Charlie halt. Ja, genau da oben. Ja, sicher. Natürlich. Ja, das ist das Problem, wenn man nur mit fremden Leuten spielt. Man weiß nie, bei wem man spawnt und was da so los ist. Schauen wir mal, dass das was wird. Ich werde mal ein bisschen was anderes spielen, denke ich. Hier wollte ich gar nicht hin. Da wollte ich hin. Ich wollte das Ding nämlich haben. Ich will, dass ihr dieses Einsatz. Wir kontrollieren jetzt Einsatz. Dann schauen wir mal. Dann nehmen wir mal von hinten wieder alles ein. Oh, PB 2000, yay! Neu freigespielt. Beste. Wird F angenommen? Entschuldigung, da meinte ich. Nee, das nicht, aber auf den gefahren hat. Ups, da habe ich wohl ein Stück Zaun mitgenommen. Fuck. Aus. Ey, komm schon, gib mir mal einer Rückendeckung, ey Mädels. Gibt's doch nicht. Alles scheiße, da. Ist hier raus? Oh, okay. Eigentlich muss als Versorgungssoldat jetzt mit dem C4 rein und das Ding in die Luft jagen. Guck mal, was wolle. Warte mal, der hatte doch. MG4 war das so das fetteste. Oh, ich hab noch nicht alle MGs gespielt. Peinlich.
war schon ein bisschen schlecht bei mir. Der ist rumgeschoben. Was ist der denn? Da war doch gerade einer. Haben doch gesehen, Mensch! Ziel ist, den Punkt einnehmen, nicht neutralisieren quasi. Okay. Was haben wir denn da? Ah, Feigling.